Leute müssen hören, dass wir das nochmal schaffen können. Da sind wir wieder. Zurück. Scheiß auf der Tomb Raider. Na geh, na komm. Wir sagen besser gar nichts. Ja. Genau, wir sagen besser gar nichts. Das sagst du jetzt jedes Mal, wenn du dich ärgerst. Ja. Händel. Oder was? Der kriegt sicher Federn. Ah! Wo ist jetzt wieder Gehege? Was ist das noch? Frage. Oh Bock! Vielleicht musst du drücken und dann siehst du es. Nicht das gleiche. Herausforderung, da vielleicht. Was ist hier gestanden? Ich hab's noch nicht gelesen. Ja. Ja. Ist das markiert? Eh da, ne? Ja. Das wollte ich mal sehen. Eh das. Wo ich gesagt habe, ist es das. Ja. Okay, wie gesagt. Ich hab nur versprochen, sie zu schützen. Das habe ich getan. Ich hab sie belüftet. Ja. Verdammt. Aber sie hat das jetzt erst reingegeben. Null von ihnen gefallen. Null von ihnen. Kannst du sie ja nicht schmeißen? Ich muss dagegen schmeißen, sonst geht's nicht. Was meinst du denn da hinten? Oh, hallo. Brauche ich mehr Feuerholz? Kannst du eigentlich mehr fangen, so zwei? Ja, das geht hier. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Das gibt sicher was für. Glaubst du, das ist was für ein Wasser? Nee, ich hab was. So, irgendwo das geht so. Am Brenner ist nicht mehr viel Felix, ja. Ich denke, ich kann nur vier, oder das war das. Vielleicht fünf Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Da sind alle hier drin, ja. Ich weiß, sollte heißen, schmeiß die hin. Hab ich nicht. Wenigstens ein bisschen abwechseln zu dem einen, ja. Scheißdreck. Bei dem man noch immer nicht wissen, ob das verpackt ist oder ob das erst später kommt. Das kommt sicher später, das gibt's ja sonst nicht. Ja. Wenn du jetzt deswegen die Kletterpfeile nicht kriegst oder so, oder sonst irgendwas. Ja, ich spiel zu dir gerade ein. Ja. Ein Händel noch. Ein Bock. Zack. Oh Gott. Links. Kann man das Viech? Na. Wie läuft es mit dem Schnee? Ja, das war das. Langsam. Man muss aufpassen. Beziehungsweise da hinten war zumindest ein Erz. Metall im Regen trocken halten soll. Nicht? Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen. Da oben ist eine Kiste drin. Nimm, was du findest. Hinter dir oben. Da rechts. In dem Gebäude. Geh hin. Ich habe es nicht verstanden. Geh mal nach rechts. Da rechts. Nein, da wäre geradeaus gewesen. Da. Stopp. Und jetzt schaust du nach rechts. Rauf. Geh rauf. Das ist ein Leiter auch. Ja, ich habe nur die Kiste leuchten gesehen vorher. Wo könnte? Da liegt da allerdings. Ja, Gott sei Dank. Oh, hallo. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben.
und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Ups. Das wäre weiter gewesen. Upsala. Naja, no, es war noch nie eine zweite Seite. So, dass eine Händel kann. Können wir Schmuck nicht machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Was schon? Pickup hat gesagt, dass sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Verderb. Jetzt will ich noch was schauen. Ist noch was? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob sagt, wir können ihn trauen und das reicht mir. So. Sind die was um? Oder hat man was an die Schuhe? Mal schon den Händel strahlen. Das Projekt habe ich, oder? Händel. Ja. Das ist die Quest. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls ihr deshalb hier sind. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Aber haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Er steht da. Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Aber Hauptsache, er steht da und macht nichts und sie hämmert. Österreichische Baustelle. Na eben nicht. Einer arbeitet und das Team schaut zu. Ja, aber die Frau arbeitet und der Mann schaut zu, ist normalerweise nicht Österreich. Hängt immer noch. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Schnell, die können nicht los. Schau. Werde ich aber. Sechs Stück. Oh, am zweiten Turm, wo ist denn der? Boah, der ist ja 100 Kilometer weg. Herausforderungsgrab. Ich glaube, da werde ich zuerst hingehen. Aber die Hasen. Die mache ich, die finde ich schon irgendwie immer nebenbei. Liegt ein Dokument. Da hängt ein Hase. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe.
spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Keine Ratte? Also eine Ratte suchen gehen. Ein Hasen. Das ist schnell ab. Der ist runtergefallen, der andere nicht. Voll. Aber ich finde es gut, dass du einfach nur voll sein kannst und nicht überlastet. Ja, das überlastet, das nervt mich auch immer so. Ja, eben, was meine ich hier? So, dann müssen wir anfangen. Mal schauen. Ja, da geht's rein. Ja. Oh mein Gott. Was? Ja, ja. Auf der Karte ist man anzeigt, wie er heißt. Wer du hast? Natürlich. Ja, eh klar. Klingeling. Ist immer der Bär. Der ist aber ein bisschen größer als der andere, oder? Na. Irgendwie eine Chance gehabt. Anstrengender beim Bär. Einen Bären. Ist wieder was? Ja. Auch weg. Ich bin schon dran geknabbert hat. Ja. So. Voll. Voll. Wuhu. Sehr schön. Da geht's noch. Sagen ein Jump and Run Rätsel. Atemgerät. Das heißt, ich krieg da das Atemgerät und ich hätte im vorigen Part den Steigteil kriegen sollen, wenn ich da das Atemgerät brauche. Ja, vielleicht kriegst du es da bei einer Quest noch. Nein, glaube ich nicht. Kriegen sollen. Okay, das habe ich als Belohnung nicht. Von der letzten Mal gekriegt. Weiß ich nicht. Kampfmesser. Ja? Nein, das hast du einfach unterwegs gefunden. Du bist einfach so zwischendurch irgendwie gegangen und kurz bevor du das dringend braucht hast, ich meine, da brauchst du es ja nicht unbedingt, das ist ja eigentlich nur optional. Muss ich sicher rüberhupfen irgendwo. Von da, glaube ich. Ups. Die Anhänger des Propheten flohen nach Oslin. Die Reise war beschwerlich. Was davon?
Ja, ich muss halt einfach so schauen. Bitte. Ich spann mal, wie schief ist. Geh einfach mal zur Hauptquest, was soll's. Ja. Ich wollte trotzdem schauen, ob ich nichts vergessen habe. Ich grüße Sie. Ich glaube nicht, dass sie das ausgeht. Okay. Genau im Busch reinkupft da. Ist und Hase. Geile Pistole haben wir wieder. Sehr gut. Hase. Hat aber erzählt, oder? Ich hab nicht den Hasen, sondern sein Fell habe ich. Na super. Genommen. Schau, das Seil ist weg. Schau. Wenn ich ihn vorher nehme, den Hasen, ja, bleibt er hängen. Ja, aber da ist vorher auch schon sein eigenes Seil rauf, ist weg. Nur das Gespannte unten ist. Da. So, jetzt haben wir da. Schauen wir uns da mal um. Da ist was zum Anhängen. Da über die Bäume. So leid, oder? Gab's drauf. Da rauf. Oh, schau da drüben. Ja, krieg ihn schon noch. Trinity wird bald hier sein. Nicht ins Wasser gefallen. Hat der Feuer gestoppt. Fell voll. Das ist sicher wieder zum Zurückkommen, ich sag's dir. Hier rechts zur Quest. Du hast ja nicht. Ja, wenn schon so ein Weg versteckt ist, dann will ich aber nicht kommen. Dann nicht. Ich fahr halt von drüben noch einmal rüber. Oh hier. Da ist wieder so ein. Ja. Warte. Draufhupfen. Wenn das so abschnallst, na, vielleicht, das na, vielleicht warst du nicht ganz am Rand. Ich bin nicht mal mehr gegangen, ich ja, hab ich schon auf Ziel gedrückt. Ja. Jetzt gehst drauf. Rechts drauf. Dreht sie sich wieder zurück vielleicht? Ganz? Dann kommst du rüber. Kann ich da runterfallen? Schalte, stark, stark. So. Ist noch nichts. Wenn wir nicht herkommen noch. Ja. Okay, okay, gut. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist.
Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Oh, hallo. Ich grüße Sie. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst. Was machst du? Guter Wille allein reicht dir nicht. Nur Blödsinn ein. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ich wechsle mal, weil jetzt bin ich eh nicht mehr so im Schnee. Mhm. Sind wir sicher, dass das Kiefernharz brennt? Du hättest die Letzten sehen sollen. Haben wir gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht, der Gestank kann uns nicht reichen. Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Tiefer unten bist. Was bringt das? Ja. Fahrzeug brauche ich da. Da kriegst du aber noch einiges. Woher da? Ja, da ist nichts. Jetzt erstickt. Ich sagte, ich hab da, das ist verpackt. Wir gehen die Federn aus. Das glaub ich nicht. Du machst immer noch vier. Hallo. Das Messer haben wir ja auch Ewigkeiten gewartet. Ja, ja. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Wenigstens gleich ein Versteck durch Zufall. Thank you.
das eigentlich? Was habe ich da gemacht? Nichts. Da kommt man irgendwo hin. Da kommst du ja. Links. Links. Ich habe es gesehen. Da wär's auch so raufkommen. Ich weiß, aber ich glaube, ich muss. Ob das jetzt so richtig war, sei dahingestellt, ne? Ja. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Nichts aus. Ja. Da drüben. So. Kraut oder so. Ja. Wenn ich die dann brauche. Schau von der Seite mal runter, ob es was ist. Da. Da mal. Ja. Oh ja. Ja. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss sie um etwas bitten. Na super, kannst du noch nicht lesen. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich ihre Hilfe brauchen. Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese